Hallo und willkommen auf dem Kanal, der keine extra Outtakes-Videos machen muss, weil er nicht schneidet und sich sehr oft verspricht. Kommt im Video bestimmt auch nochmal vor. So, ich wollte mal meinen Senf zum Thema Superheldenmüdigkeit dazugeben. Man merkt es ja bei Agatha, dass die Serie jetzt nicht so eine große Fangemeinde hat. Und liebe Fans der Serie, fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten. Oder besser auf den Hexenbesen. Ich mach mal ein Beispiel. Ne? Bevor man den allerersten Avengers-Film rausgehauen hat, hat man davor erstmal so Solo-Filme zu den einzelnen Charakteren gemacht. Wer ist das für, was ist das für ein Charakter? Was kann er? Was treibt ihn oder sie an? So weit, so einfach. Aktuell sieht es aber so aus, als würde man den Avengers-Film raushauen, ohne davor die Solo-Charakter beleuchtenden Filme zu machen. Boah, bin ich gut im Wörter erfinden. Das ist das andere Ding, was ich wahrscheinlich öfter mal mache. Komische Wörter erfinden. So. Beispiel, zum Beispiel, nehmen wir mal zwei Charaktere, Agatha und Kang. Beide sind coole Charaktere, aber so richtig Hintergrundwissen hat man eben nicht. Ich meine, die Comicleser unter uns wussten, wer es ist und so weiter, aber halt sonst keiner. Also ist, glaube ich, Superheldenmüdigkeit eher das falsche Wort. Eher No Solo Projects. Weil ganz wichtig, bevor man sowas macht wie eine Serie oder ein riesiges, krasses Filmprojekt, muss man erstmal die Charaktere beleuchten. Wer ist das? Was kann er? Was treibt ihn sie es an? Und danach macht man irgendein krasses Projekt. Liebes deutschsprachiges MCU-Team, Nachricht an dich. Bitte mach erstmal Solo-Projekte, bevor du was Krasses machst. Denn erst am Solo-Projekt erkennst du, ob was funktioniert oder nicht. Denn sonst ist es, als würdest du einfach. Ich spreche es mal in Metapher an. Kurz den Fisch rausziehst und sofort so viel draus machst, ohne davor den giftigen Teil abzuschneiden. Jo! Denn Marvel-Filme sind ein bisschen wie Sushi. Allgemein Marvel-Projekte. Kann geil sein, wenn man den giftigen Teil wegschnibbelt. Dann ist es der hammerfett krasse Sushi. Aber sonst. Ja. Halt so mit aktuell, da kommt sowas mal raus. Also, das ist meine Meinung. Meine Meinung ist, man sollte erst mehr Solo-Projekte machen und dann erst irgendwas Krasses aufziehen. Scheiß spät. Ich muss morgen früh raus. Ich habe nämlich neben YouTube auch noch einen anderen Job, wo ich Geld verdiene. Jo. Bevor ich gleich mich mit meinen obligatorischen letzten Worten verabschiede, es gibt einen Haufen Charaktere, die ich gerne in Marvel mal sehen möchte. Dazu gibt es nochmal ein extra Video und jetzt. Geronimo.